ist eine 77-minütige Debatte vorgesehen. Dazu sehe ich keine anderen Vorschläge. Wir können also so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin Manuela Schwesig. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, das ist heute ein wichtiger Tag für Frauen und Männer in unserem Land, aber insbesondere für Frauen. Denn mit zwei Gesetzen, die heute hier beraten werden im Parlament, schätzen wir die Leistung von überwiegend Frauen, aber auch Männern besser. Zuvor in der Debatte zum Unterhaltsvorschuss die wirklich starke Leistung von alleinerziehenden Frauen und Männern, aber zu 90% sind Alleinerziehende eben Frauen, die jeden Tag unheimlich viel leisten. Alle, die von uns Kinder haben, wissen, es ist schon zu zweit ein Riesenkraftakt und gelegentlich kommt man an seine Grenzen. Aber wer dann alleine ist, der hat meinen großen Respekt und dann ist es schwierig, wenn man noch finanzielle Probleme hat. Deshalb ist es gut, dass wir hier ein Zeichen setzen zur Bekämpfung der Kinderarmut, aber auch zur Anerkennung der Leistung von alleinerziehenden Frauen und Männern. Und ich danke denen in der Debatte, die dieses Thema eben aufgerufen haben, und es waren vor allem Männer in der SPD-Fraktion, aber auch in der Fraktion der CDU und CSU. Und ich will auch Finanzminister Schäuble erwähnen, der an dieser Stelle mit mir ganz klar auch verhandelt hat mit den Ländern, dass wir das durchbekommen haben. Auch ihm gilt mein Dank. Und in diesem Gesetz, was wir jetzt beraten, Lohngerechtigkeit, geht es auch um die Anerkennung von Leistung. Um die Anerkennung von Leistung, insbesondere von Frauen. Dass Frauen, wenn sie arbeiten in unserem Land, genauso fair bezahlt werden wie Männer. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und meine Damen und Herren, wir brauchen diese Gesetze, um die Rechte von Frauen zu stärken, in der Arbeitswelt, in der Familienwelt. Aber wir müssen auch das, was wir schon erreicht haben, bewahren. Und sehr geehrter Herr Präsident, weil ich die Gelegenheit habe, heute zu reden, wo Sie im Hohen Hause sind, ich möchte Ihnen danken für Ihre klaren Worte gegen Rechtspopulisten bei der Bundesversammlung. Das hat sehr, sehr gut getan. Denn diese Rechtspopulisten sind nicht nur gegen Fremde unterwegs, sondern sie stellen auch einen gesellschaftlichen Konsens infrage. Den gesellschaftlichen Konsens von uns allen Demokraten hier im Parlament, unabhängig von einzelnen Instrumenten, dass die Frage gleiche Rechte von Frauen und Männern, Gleichberechtigung von Frauen, Gleichstellung bei Chancen kein Genderquatsch ist, sondern dass es ein Grundrecht ist in unserer Demokratie. Und deshalb ist es wichtig, hier klare Kante zu zeigen und das, was viele Frauen und einige taffe Männer in den Jahrzehnten vor uns erkämpft haben für Rechte von Frauen, vom Frauenwahlrecht hin bis zu mehr Chancen in der Arbeitswelt, dass wir das nicht nur verbessern wollen, sondern dass wir es auch schützen und bewahren müssen für Kräfte in unserer Gesellschaft, die das wieder zurückdrehen wollen. Und da, Herr Präsident, haben Sie klare Worte gefunden, und das war gut, mutig und richtig und hat denen, die die Mehrheit sind, auch gut getan, zu wissen, es lohnt sich in unserer Gesellschaft darum zu kämpfen, aber eben auch konkrete Gesetze auf den Weg zu bringen. Und eine große Errungenschaft ist, dass in unserem Grundgesetz, wo sich die große Mehrheit in unserem Land einig ist, dass das unsere Werte sind, auf die wir zusammen leben in unserem Land, unabhängig von sozialer Herkunft, von ethnischer Herkunft, von Religion, von Glaube, ja oder nein. Die Werte unseres Grundgesetzes, da sind wir uns in großen Teilen einig, sind die Werte, wie wir zusammenleben wollen. Und ein wichtiger Wert ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Und dass Politik die Verantwortung hat, auch das steht im Grundgesetz, diese Gleichberechtigung voranzubringen. Aber die Gleichberechtigung muss auch in der Lebenswirklichkeit der Frauen ankommen. Die darf nicht nur im Grundgesetz stehen. Und die Lebenswirklichkeit von Frauen in der Arbeitswelt ist eben auch immer noch, dass sie weniger bekommen für ihre Arbeit als Männer. Die Lohnlücke in Deutschland ist 21%. Sie hat verschiedene Ursachen. Seit 100 Jahren, das hört sich nicht gut an, deswegen wollen wir es verändern. Sie hat verschiedene Ursachen. Frauen kommen schnell aufs berufliche Abstellgleis, wenn sie sich für Kinder entscheiden.
Hier sitzen heute viele junge Frauen mit auf der Zuschauertribüne. Und wir müssen uns fragen, obwohl es in der Regel die Mädchen sind, die in der Schule die besseren Abschlüsse machen, obwohl es in der Regel die jungen Frauen sind, die die meisten Studienabschlüsse haben, ist es so, dass wenn sie dann in der Arbeitswelt ankommen, erleben, dass sie schlechtere Bezahlchancen haben, schlechtere Karrierechancen, auch wenn sie sich nicht für Kinder entscheiden. Aber dass gerade wenn sie sich für Kinder entscheiden, in die Teilzeitfalle kommen, schlechter ihre Arbeitswelt bewertet wird. Aber selbst wenn man das alles wegnimmt, immer noch eine Lohnlücke von 7-8% da ist. Und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir müssen uns fragen, wollen wir, dass auch diese junge Generation, die heute hier sitzt, die oft besser ist als ihre Geschlechtsgenossen, weiter so schlecht behandelt wird in Zukunft? Wollen wir das auch für unsere jüngeren Kinder oder wollen wir das nicht endlich verändern? Und wir haben viel verändert. Wir haben mit dem Elterngeld Plus, mit mehr Kita-Ausbau dazu beigetragen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Beruf und Familie zu vereinbaren. Wir brauchen aber einen weiteren Schritt. Wir müssen erreichen, dass Unternehmen, aber auch der öffentliche Dienst sich mit der Frage Lohnlücke beschäftigt und hinschaut, warum sind es vor allem die Frauen, die in Teilzeit sind? Warum gibt es 35% Teilzeitbeschäftigte in unserem Land, die eigentlich gerne mehr arbeiten wollen, aber nicht können? Warum haben die jungen Väter immer noch Hemmnisse, wenn sie sagen, ich will eigentlich in Elternzeit gehen, ich will gerne auch mal Teilzeit arbeiten? All diese Fragen, damit beschäftigt sich auch dieses Gesetz, weil dieses Gesetz nämlich sagt, das soll zukünftig Thema in Unternehmen, aber auch im öffentlichen Dienst sein. Und ein zweiter wichtiger Punkt, wir wollen mehr Transparenz. Oft wird Frauen vorgeworfen, ihr seid doch selber schuld daran, ihr verhandelt eigentlich nicht richtig. Aber ich frage Sie, wie will man verhandeln, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie vielleicht der Mann, der vorher die Stelle besetzt hat, wie viel Geld er bekommen hat oder wie viel die anderen bekommen. Alle Frauen, die derzeit klagen, ob die Journalistin oder ob andere, haben es durch Zufall erfahren. Wie eine Mechanikerin, die der Antidiskriminierungsstelle berichtet hat, sie hat es nur durch Zufall erfahren von Kollegen, dass die Kollegen besser verdienen. Und der Chef war ehrlich, als er gesagt hat, warum das so ist, weil sie eine Frau sind. Kein guter Grund, aber es zeigt, was immer noch los ist in unserem Land. Und ich sage all denjenigen, die in diesen Tagen wieder versuchen, die Lohnlücke zu negieren, zu sagen, das sind doch alles Gründe, die eigentlich bei den Frauen selbst liegen. Man kann unterschiedlicher Meinung über Instrumente sein, die Lohnlücke zu schließen. Aber die Tatsache, dass es immer noch so ist, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer und dass das auch strukturelle und gesellschaftspolitische Gründe hat. Diese Tatsache zu bestreiten, ist ein Schlag ins Gesicht der Frauen. Da wird die Lebensrealität nicht ernst genommen. Und wir nehmen sie ernst mit dem vorliegenden Gesetz. Wir wollen, dass zukünftig der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit für alle festgeschrieben wird, für alle ohne Ausnahme. Und so steht es auch im Gesetz. Und wir unterstützen so konkret nicht. Liebe Abgeordnete, wir unterstützen das konkret mit drei Instrumenten in diesem Gesetz. Mit einem Auskunftsrecht für mehr Transparenz, für Betriebe ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mit Prüfverfahren und Berichtspflichten für Betriebe ab 500. Das Gesetz, was Ihnen vorliegt, ist ein Kompromiss. Es ist kein Geheimnis, dass wir lange in der Regierung, in der Koalition darum gerungen haben, ab wann sollen die Instrumente gelten. Ja, und wenn es nach mir geht, natürlich so früh wie möglich für alle Beschäftigten. Der Koalitionspartner, dem war es wichtig, darauf zu achten, dass es erst spät anfängt bei größeren Betrieben. Deshalb bin ich froh, dass wir uns geeinigt haben, nicht darauf, dass Auskunftsrecht erst ab 500 gilt, sondern schon ab 200 Betriebe ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind immerhin die Hälfte der Beschäftigten. Und jetzt kann man viel darüber diskutieren, dass es so wenig ist. Und es gibt ja einige Stimmen, die schon wieder sagen, es ist ihnen viel zu viel. Offensichtlich liegt man dann ganz richtig, wenn die einen sagen, es ist uns zu wenig und die anderen sagen, es ist uns zu viel. Mir ist wichtig, dass wir dieses Gesetz jetzt gut beraten und dass wir es dann auch auf den Weg bringen. Weil was auch nichts nützt ist, dass man seit über 100 Jahren die Lage beklagt, wenig passiert. Wir müssen, nachdem wir das Gesetz zur Frauenquote auf den Weg gebracht haben und es wirkt, wir sehen, wir haben mehr Frauen in Führungspositionen, in kürzerer Zeit mit Gesetz als der langen Zeit ohne Gesetz. Deswegen müssen wir jetzt auch dieses Gesetz auf den Weg bringen, um deutlich zu machen, gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit
ist ein politisches, gesellschaftspolitisches Thema. Wir erwarten, dass Unternehmen und öffentlicher Dienst sich damit auseinandersetzen. Wir wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Rechte dafür geben. Und ich will eins deutlich machen. Die Frage gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit ist nicht nur eine Frage für Frauen. Kein Mann kann wollen, dass seine Partnerin schlechter bezahlt wird, weil sie eine Frau ist. Und kein Vater kann wollen, dass seine Tochter schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist. In diesem Sinne sollten wir gemeinsam für die Lohngerechtigkeit kämpfen. Cornelia Möhring ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ministerin Schwesig, ich kann Ihre Begeisterung für diesen Gesetzentwurf leider gar nicht so teilen. Und ich befürchte auch, dass das Gesetz in der jetzigen Form nicht besonders hilfreich wird. Das hat andere Gründe als die Blockaden der Union und auch andere Gründe als die Kritik der Arbeitgeberverbände. Denn im Gegensatz zu den beiden genannten Organisationen finden wir Transparenz durchaus sinnvoll und auch besonders nötig. Wer nicht weiß, was die Kollegen und Kolleginnen verdienen und für die gleiche Arbeit bekommen, kann keine Ungerechtigkeiten erkennen. Das haben Sie zu Recht festgestellt. Aber ob mit diesem Gesetz die nötige Transparenz wirklich hergestellt wird, das bezweifle ich stark. Sie haben gesagt, es werden drei zentrale Instrumente eingeführt. Und alle drei genannten Instrumente sind an sich auch nicht falsch. Aber sie sind völlig unzureichend. Diskriminierung kann nicht in so einer Form einfach weggestreichelt werden. Zum ersten Punkt. Beschäftigte sollen einen individuellen Auskunftsanspruch gegenüber ihren Arbeitgebern über die Angabe des Entgelts für gleiche und gleichwertige Tätigkeiten im Unternehmen erhalten. Das geht aber, wie Sie eben selber festgestellt haben, nicht für alle Beschäftigten, sondern nur für die, die in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten arbeiten. Wo arbeiten denn aber die meisten Frauen und wo ist die Lohnlücke am größten? Ja, richtig, in Betrieben, die kleiner sind. Und so lassen sie leider die Mehrheit der Frauen im Regen stehen. In ihrem eigenen Bundesland übrigens beträgt die Anzahl der Beschäftigten in diesen Betrieben ab 200 mitnichten 50%. Sind übrigens nach einer Anfrage der Linken im Landtag gerade mal 0,5% der Betriebe über 200 Beschäftigte. Aber auch für Frauen in größeren Betrieben geht der Auskunftsanspruch meiner Meinung nach an der Realität vorbei und schiebt die Verantwortung einmal mehr den Frauen zu. Denn die Frauen müssen nun von ihren Arbeitgebern einfordern und erfragen, ob sie denn diskriminiert werden. Und das ist doch logisch, dass sich dann die Anzahl derjenigen, die von diesem Recht Gebrauch macht, nochmal logischerweise reduziert. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein berechtigter Anspruch wäre es doch von den Arbeitgebern zu verlangen, dass sie nachweisen müssen, ob sie gerecht entlohnen und auch bezahlen. Was erwartet aber die Bundesregierung von den Arbeitgebern? Es soll eine Berichtspflicht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit eingeführt werden. Die Berichtspflicht ist auch schön und gut, aber auch hier ist nach dem ersten Trippelschritt schon wieder Schluss. Es gilt nur für Unternehmen mit über 500 Beschäftigten und es ist völlig unklar, ob oder was überhaupt auf diese Berichte folgt. Die höchste Punktzahl auf der Skala der Unverbindlichkeit würde ich Ihnen damit erteilen. Eine dritte Maßnahme, das dritte Instrument, ist die absolut unverbindliche Aufforderung, sogenannte Lohnvergleichsverfahren einzuführen. Mit Lohnvergleichsverfahren werden Tätigkeiten und Anforderungen verglichen und solch ein Check setzt Betriebe und uns doch auch erst in die Lage festzustellen, ob denn bei gleichwertiger und gleicher Arbeit auch die Arbeitsplätze gerecht bewertet sind. Und deshalb ist es eine zentrale Forderung von all denjenigen, die wirklich Lohngerechtigkeit wollen, dass diese Vergleichsverfahren zertifiziert und verbindlich eingeführt werden. In Ihrem ersten Entwurf 2015 sollte das auch noch so sein. Davon ist jetzt aber keine Rede mehr. Und damit bescheren Sie uns ein großes Problem, weil das kann voll nach hinten losgehen. Ich zitiere da mal den Deutschen Juristenbund, die da sagen, das freiwillige Prüfverfahren kann sogar zu gegenläufigen Ergebnissen führen, denn die Unternehmen dürfen die Methode dieser freiwilligen Prüfung frei wählen und nicht nur unter den zertifizierten Verfahren. So können ungeeignete Prüfverfahren verwendet werden, die dem geltenden Recht nicht entsprechen und nicht geeignet sind.
Diskriminierungspotenziale und Diskriminierung können dann nicht aufgedeckt werden und Unternehmen könnten sich dann fälschlicherweise einer Diskriminierungsfreiheit rühmen und entstandene Ansprüche von diskriminierten Beschäftigten zum Erlöschen bringen. Das finde ich brandgefährlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Sie erweisen den Frauen und dem Anliegen auf die Herstellung von Entgeltgleichheit womöglich einen Bärendienst damit. Einem wirkungsvollen Entgeltgleichheitsgesetz versperrt es nämlich schlimmstenfalls für lange Zeit den Weg. Es nimmt der jahrelangen Kampagnenarbeit den Wind aus den Segeln, weil sie damit vorgaukeln, tatsächlich was Sinnvolles auf den Weg zu bringen. Und es kann, wie ich eben sagte, bei diesen butterweichen Regelungen zur Prüfung richtig viel Schaden anrichten. Liebe Ministerin Schwesig und liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von der SPD, ich bitte Sie wirklich eindringlich, bringen Sie nicht so Halbgares auf den Weg. Es wäre besser, wenn dieses Gesetz den Bundestag nicht verlässt. Oder nutzen Sie die Mehrheiten hier im Parlament. Lassen Sie uns mit verbindlichen Regelungen, mit Regelungen zur Transparenz, zu Rechten, die für alle gelten, mit Regelungen für geeignete, zertifizierte Prüfverfahren einen wirklichen Schritt zur Herstellung von Entgeltgleichheit gehen. Sie haben die Wahl, Gleichstellung oder GroKo. Die Linke wäre dabei. Vielen Dank. Das Wort hat nun die Kollegin Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Entgeltgleichheit auf Knopfdruck hergestellt mit einem Gesetz des Deutschen Bundestags, das wäre so schön, das würden wir alle gerne machen. Aber leider wird das auch mit dem Gesetz, was wir heute in erster Lesung verabschieden, nicht so sein, denn Entgeltgleichheit, das ist schwer herzustellen, das braucht Jahre, das hat viele Ursachen, viele Gründe und muss deshalb auch an verschiedenen Punkten angepackt werden. Und deshalb muss man das auch am heutigen Tag so offen und ehrlich sein, dass wir mit diesem Gesetz jetzt leider nicht die Entgeltungleichheit, die wir in unserem Land haben, mit einem Paukenschlag auf Null setzen. Wir wissen, dass die Gründe für die Lohndifferenz in unserem Land vielfältig sind. Und deshalb macht man es sich auch zu einfach, wenn man den Eindruck erweckt, das könnte ein Gesetz lösen. Wir wissen, dass der größte Teil der Lohnlücke, nämlich den man erklären kann, auf ganz objektiv nachvollziehbaren Kriterien beruht, nämlich darauf, dass jede zweite Frau in unserem Land Teilzeit arbeitet. Bei den Müttern sind es sogar 3/4, also 3 von 4 Frauen. Es kommt davon, dass viele Frauen Erwerbsunterbrechungen haben, oft mehrere, oft wegen der Familie. Die Kollegin wirft ein, dass es daran liegt, dass Frauen in Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden. Auch das ist ein Grund und leider auch oft in den Führungspositionen nicht vertreten sind. Und daran erkennt man, dass es vieler Maßnahmen bedarf, um diese Lohnlücke anzugehen. Und das tun wir ja schon seit Jahren etwa mit dem Thema Elterngeld und Elterngeld Plus, was den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert und was die Partnerschaftlichkeit stärkt. Das tun wir mit dem Ausbau der Kita-Betreuung, wo wir in den letzten Jahren eine Menge Geld von Bundesseite gegeben haben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Das tun wir mit den MINT-Initiativen und dem Berufswahl. Initiativen. Das tun wir mit dem Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen und das tun wir etwa auch mit dem Pflegestärkungsgesetz, was nämlich dazu führen wird, dass Frauen, die in der Pflege arbeiten, besser bezahlt werden. Das alles betrifft die objektiven Kriterien, den größten Teil der Lohnlücke. Der kleinere Teil, nämlich zwischen 2 und 7%, ist nicht zu erklären. Und auch hier wollen wir dagegen vorgehen. Es ist ein Skandal, dass wir immer noch in unserem Land einen gewissen Teil haben, wo wir nicht wissen, wo der herkommt, wo man davon ausgehen muss, dass Frauen wegen ihres Geschlechtes oder aus Unachtsamkeit der Arbeitgeber schlechter bezahlt werden als Männer, wenn sie die gleiche oder eine gleichwertige Tätigkeit machen. Und hier wollen wir mit diesem Gesetz ansetzen. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, in diesem Gesetz schreiben wir vor, dass das ab sofort nicht mehr erlaubt ist. Das ist schon jetzt nicht erlaubt. Das AGG verbietet, dass Männer und Frauen bei gleicher Arbeit ungleich bezahlt werden. Was wir derzeit noch nicht hatten, ist die Möglichkeit herauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Und hier setzt ja auch
dieses Gesetz an. Woher sollen Frauen wissen, ob sie ungerecht bezahlt werden, wenn sie keine Transparenz darüber haben, wie die Kollegen bezahlt werden? Das gehen wir mit diesem Gesetz an. Und jetzt ist es ja so, dass wir heute ein Gesetz vorliegen haben, das haben hat die Kollegin Möhring erwähnt, was ja auf Regierungsebene schon große Kritik erfahren hat. Und ich betone, nicht nur von den Arbeitgebern, sondern auch von den Gewerkschaften. Und Arbeitgeber und Gewerkschaften haben deshalb zusammen mit der Familienministerin viele Wochen gerungen und gearbeitet an diesem Gesetz. Und was wir jetzt haben, ist natürlich was ganz anderes, als damals im Referentenentwurf vorgelegen hat. Sie haben verzichtet auf das große Auskunftsverfahren für viele Betriebe, während vorher noch 36 Millionen von diesem ausgiebigen Auskunftsanspruch betroffen gewesen, sind es jetzt noch 14 Millionen und davon 1 Million Frauen, die in Betrieben arbeiten, wo es keinen Tarifvertrag gibt oder wo es keine Tarifanwendung gibt. Und das ist auch sachgerecht, denn dort, wo ein Tarifvertrag da ist, da muss man doch davon ausgehen, dass der Tarifvertrag auch geschlechtssensibel ist, dass, wenn ein Tarifvertrag da ist, Männer und Frauen, wenn sie in einer Gruppe eingruppiert sind, dass sie dann auch das gleiche Geld bekommen. Das liegt in der Natur eines Tarifvertrages. Und deshalb ist es auch sachgerecht, dass es hier eine Privilegierung gibt. Im Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf ist es so, dass Betriebe nicht mehr verpflichtet werden, das Lohnfeststellungsverfahren machen, sondern aufgefordert werden, dass diese Verfahren nicht mehr zertifiziert sein müssen von der Antidiskriminierungsstelle. Es ist nicht mehr der Fall, dass das Mindestgehalt bei Ausschreibungen angegeben werden muss. Also man sieht, dieser Gesetzentwurf ist schon ein Kompromiss zwischen Interessen der Arbeitgeber, der Gewerkschaften und das alles ausdiskutiert im Familienministerium in langen Beratungen. Wir haben diesen Kompromiss jetzt im Deutschen Bundestag. Wir werden uns das Gesetz ganz genau anschauen, auch noch mal mit allen Beteiligten diskutieren und noch mal in die Tiefe gehen. Auf die Beratungen freue ich mich. Klar ist aber eben auch, wir werden auch mit diesem Gesetzentwurf die Lohnlücke nicht auf Null setzen, weil es eben schwieriger ist und komplizierter ist als mit einem Gesetz. Und deshalb, liebe Kolleginnen, sind wir alle weiterhin gefordert, auch vor Ort, wenn wir in Unternehmen gehen, auch vor Ort in der Diskussion mit Unternehmern, aber eben auch mit Frauen, darauf hinzuwirken, dass Frauen gut verhandeln in Gehaltsverhandlungen, dass Unternehmer aber eben auch sensibel sind dafür, dass Frauen eben auch anders agieren im Erwerbsleben. Aber das kann kein Grund dafür sein, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Und deshalb müssen wir sowohl gegen die erklärbare Lohnlücke etwas tun, als auch gegen die 2 bis 7%, für die wir keine Erklärung haben. Das ist eine Sache der Gerechtigkeit. Dafür kämpfen wir. Das ist ein Anliegen der Union. Und das Gesetz ist dazu ein Baustein. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, freue ich mich auf die Beratung. Katja Dörner hält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Schwesig, vieles von dem, was Sie hier eben ausgeführt haben, hätte ich ja voll und ganz unterschreiben können. Und gerade deshalb hätten wir uns ja ein wirklich wirksames Lohngleichheitsgesetz gewünscht. Aber das liegt ja heute hier nicht vor. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, manchmal muss man in der Politik kleine Schritte gehen. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber man sollte den kleinen Schritt dann nicht als großen Erfolg verkaufen. Und es gibt auch kleine Schritte, da muss man erheblichen Zweifel haben, ob die überhaupt zum richtigen Ziel führen. Und das ist leider mit diesem Entgeltgleichheitsgesetz der Fall. Mit diesem Gesetzentwurf wird der Öffentlichkeit, wird den Frauen Sand ins Auge gestreut, weil nicht drin ist, was draufsteht, weil er nicht hält, was er verspricht. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir konnten ja im Verlauf der letzten Monate sehen, wie aus einem ersten, ja wirklich diskutablen Schritt für mehr Lohngerechtigkeit dank eifriger Interventionen der Union der mickrige Aufschlag wurde, der uns hier heute vorliegt. Und ich fand in Ihrer Rede, Frau Schön, das schon bemerkenswert, dass Sie gleichzeitig
dafür plädieren, dass es endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt, gleichzeitig aber es in Ihrer Pressemitteilung begrüßen, dass durch die Verhandlungen es jetzt so weit reduziert werden konnte, dass nur noch 1% überhaupt ein Auskunftsrecht wahrscheinlich in Anspruch nimmt. Das passt einfach gar nicht zusammen und das zeigt, dass es Ihnen mit Lohngleichheit nicht wirklich weit gedient ist. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, beim ersten Internationalen Frauentag 1911 forderte Clara Zetkin schon gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und heute, mehr als 100 Jahre später, findet der Equal Pay Day am 18. März statt. Ja, am 18. März. Mehr als 100 Jahre später ist in Deutschland Frage der Lohngerechtigkeit international weiterhin abgeschlagen. Im europäischen Vergleich rangieren wir auf dem drittletzten Platz. Schlechter sind nur Tschechien und Estland. Und was legt uns Frau Schwesig heute vor? Kein Entgeltgleichheitsgesetz, kein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit, wie sie es ja selber immer nennt, mitnichten. Denn wirklich wirksame Mechanismen, um Entgeltgleichheit herzustellen, um Diskriminierung zu beseitigen, sucht man in diesem Gesetzentwurf vergebens. Komplette Fehlanzeige. Frau Schwesig legt ein Transparenzgesetz vor, so heißt es ja ganz offiziell auch. Aber es ist leider ein Transparenzgesetz, das auch diesen Namen nicht wirklich verdient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Auskunftsrecht gilt nur für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten. Die Zahl hat das Ministerium selbst so genannt. Nicht einmal 40% der berufstätigen Frauen hätten überhaupt ein Auskunftsrecht, ja, weil ein Großteil der Frauen einfach in kleineren Betrieben beschäftigt ist. Etwas mehr Transparenz für nicht einmal die Hälfte der Frauen, das hat wirklich mit echter Lohngleichheit gar nichts zu tun. Und dass Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten überhaupt nur aufgefordert sind, sie sind nur aufgefordert, sie sind mitnichten dazu verpflichtet, überhaupt betriebliche Prüfverfahren vorzunehmen, da kann man tatsächlich auch nur noch mit dem Kopf schütteln. Allerdings, was nützt es denn letztlich zu wissen, dass ich in meinem Unternehmen für die gleiche Arbeit weniger Lohn bekomme, wenn ich faktisch trotzdem keine wirklichen Durchsetzungsmöglichkeiten habe, diesen Zustand, diese offensichtliche Diskriminierung überhaupt zu beenden? Um Lohngerechtigkeit durchsetzen zu können, brauchen wir ganz dringend ein Verbandsklagerecht. Dass Frauen individuell klagen, das wird selten vorkommen. Und ich finde, das können wir von den Frauen auch nicht verlangen. Und ich finde, es ist ein kardinaler Webfehler in diesem Gesetzentwurf, dass dieses Verbandsklagerecht fehlt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich ärgere mich wirklich über diesen Gesetzentwurf. Ich muss das sagen. Ich ärgere mich, weil ein gutes und wirkungsmächtiges Entgeltgleichheitsgesetz ebenso wichtig wäre, weil gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit einfach gerecht ist, weil so viele Frauen schon so lange darauf warten und weil sich eben auch so viele Frauen in diesem Land so intensiv dafür engagiert haben. Entgeltgleichheit würde so viele Probleme sicherlich nicht komplett lösen, aber doch anpacken. Angefangen von der gerechten Verteilung von Sorge- und Familienarbeit, von Erwerbsarbeit und Familienarbeit bis hin zur Vermeidung von Altersarmut von Frauen. Und deshalb ist dieser Gesetzentwurf aus unserer Sicht eine ganz herbe Enttäuschung. Und schon den Referentenentwurf kommentierte der Deutsche Frauenrat mit den Worten, die Entgeltgleichheit sei mächtigen Wirtschaftsinteressen geopfert worden. Und selbst dieser Referentenentwurf ist ja noch weiter entkernt worden im weiteren Verfahren. Und der DGB hat sich ja jetzt direkt an uns gewandt mit seiner Pressemitteilung. Er hat sich an den Bundestag gewandt und hat uns aufgefordert, den Gesetzentwurf aus dem Parlament heraus besser zu machen. Das Parlament soll sich einen Ruck geben und den Gesetzentwurf verbessern. Wir Grüne, wir sind sehr gerne dazu bereit. Wer echte Lohngerechtigkeit für Frauen will, muss aus diesem zahnlosen Tiger eine kräftige Raubkatze machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Katja Dörner, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die nächste Rednerin, Dr. Carola Reimann für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, gleicher Job, gleiche Leistung, weniger Geld. Für viele Frauen in Deutschland ist das die bittere Realität im Arbeitsalltag. Und wenn man sich das mal ganz konkret anguckt,
dann heißt das für eine Lagerarbeiterin, dass ihr Bruttomonatseinkommen um fast 300 Euro unter dem liegt ihrer männlichen Kollegen. Und eine Köchin bekommt für ihren Knochenjob 400 Euro weniger als der Koch am Nachbarherd. Und auch bei der Bürokauffrau sieht es dann nicht besser aus. Und das alles sind Berufe, die nicht gerade exorbitant bezahlt werden. Und dann sind 300, 400 Euro richtig viel Geld. Das sind Frauen mit Kindern, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen. Frauen, die auf jeden Euro angewiesen sind. Und Frauen, die viel leisten, dafür aber viel weniger bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Und das ist nicht gerecht, Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb braucht es jetzt auch ein Gesetz. Es geht nicht um Peanuts und es geht auch nicht um Prozentpunkte, über die wir ja viel diskutieren. Es geht um diese Frauen. Deshalb regt es mich auch so auf, wenn versucht wird, diese Lohnlücke immer klein zu reden und zu erklären. Oder noch schlimmer, wenn dann so getan wird, als wenn diese Lohnlücke darauf basiere, dass die Frauen persönliche Entscheidungen getroffen hätten, die falsch sind. Nach dem Motto, selbst schuld, wenn ihr euch für diesen Job entscheidet. Nee, Kolleginnen und Kollegen, ungleiche Bezahlung ist nicht die Schuld dieser Frauen. Sie ist die Folge von verkrusteten Strukturen in unserer Gesellschaft und in unserer Arbeitswelt. Und es ist unsere Pflicht als Gesetzgeber, dagegen auch vorzugehen. Und mit dem Mindestlohn und der Frauenquote sind da wichtige Meilensteine in dieser Legislaturperiode für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt gelegt. Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit ist ein weiterer wichtiger Schritt und damit das Gebot gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit auch in der Praxis umgesetzt wird. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern muss sich auch auf dem Lohnzettel widerspiegeln. Kolleginnen und Kollegen, die Lohnlücke ist ein Skandal und noch schlimmer finde ich ja persönlich, dass viele Frauen gar nicht wissen, dass sie schlechter bezahlt werden. Und genau hier liegt die Stärke des Gesetzentwurfs. Er setzt auf Transparenz. Und mit dem individuellen Auskunftsanspruch, mit der Berichtspflicht und mit der Aufforderung zum Prüfverfahren leistet er einen wichtigen Beitrag, Lohnstrukturen und Lohnfindung transparent zu machen. Und Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Geheimnis, dass die SPD an dieser Stelle noch weitergegangen wäre. Ja, wir sind der Meinung, dass alle Beschäftigten ein Recht darauf haben, zu erfahren, ob sie gerecht bezahlt werden. Und deshalb bleibt unser Ziel ein Auskunftsanspruch für alle. Und wir hätten uns von unseren Koalitionspartnern gerade in Sachen Transparenz mehr Mut und mehr Gestaltungswillen gewünscht. Klar ist aber auch, ohne die SPD und ohne den beharrlichen Einsatz der Ministerin gäbe es überhaupt kein Gesetz. Und die Äußerungen, die auch diese Woche von einigen Herren der CDU-CSU-Fraktion zu vernehmen waren, haben das wieder deutlich gemacht. Dass wie so oft, wenn es um Frauenrechte geht, Bürokratiekeulen geschwungen werden, das kennen wir ja schon. Aber Freiherr von Stetten hat mit seiner Äußerung zu Beginn dieses Jahres noch eins draufgesetzt. Ich zitiere mal. Durch den Lohnauskunftsanspruch wird Neid und Unfrieden in die Unternehmen einziehen. Was ist das denn für eine Vorstellung von Unternehmenskultur und Arbeitnehmerrechten in unserem Land? Ja? Herr von Stetten ist, glaube ich, gar nicht da. Das nennt man ja nicht Neid und Unfrieden, sondern ich nenne das Transparenz und Mitbestimmung. Und das gehört zu den Grundsäulen unserer demokratischen Gesellschaft. Und was Sie wollen, ist nichts anderes, als die Geheimniskrämerei auf dem Rücken der Frauen fortzuführen. Und das ist mit uns nicht zu machen. Und im Übrigen ist das auch wirtschaftspolitischer Unsinn. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt ist ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft. Ich bin fest davon überzeugt, der Wettbewerb um die besten Fachkräfte kann nur mit einer offenen, wertschätzenden Unternehmenskultur gewonnen werden. Und nicht mit von Stettens Wirtschaftsverständnis der 50er Jahre, wo zigarrenrauchende Herren in Hinterzimmern allein entscheiden. Ja. Kolleginnen und Kollegen,
Mit diesem Gesetz stoßen wir eine Tür auf. Wir sorgen für faire Bezahlung von Frauen und Männern durch mehr Transparenz. Und es ist eine Menge an Vorarbeit geleistet. Im Koalitionsvertrag, im Koalitionsausschuss und jetzt mit diesem Gesetzentwurf. Und deshalb, finde ich, steht einem zügigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens in diesem Haus nichts im Wege. Danke. Vielen Dank, Carola Reimann. Nächste Rednerin, Jutta Krellmann für Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als 20-jährige Chemielaborantin hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich 40 Jahre später immer noch über Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen streiten muss. Ich empfinde das echt als super bitter, was hier passiert. Und heute als Bundestagsabgeordnete muss ich über ein Gesetz mitentscheiden, das mich nicht wirklich zufriedenstellt. Gleiches Geld für gleiche Arbeit ist doch eine zentrale Forderung und Anliegen der Frauenbewegung schon seit Jahrhunderten. Das ist doch wirklich nichts Neues, sondern das ist schon Thema seit Jahrzehnten. Und wieder liegt ein Gesetzesentwurf vor, der diesem Anliegen nicht gerecht wird. Wie lange sollen denn Frauen denn noch warten? Weitere 40 Jahre? Das kann doch alles überhaupt nicht wahr sein. Die Arbeitgeber haben den Gesetzesentwurf weichgespült und die Bundesregierung hat das zugelassen. Und was kommt dabei heraus? Ein Gesetz für Betriebe ab 200 Mitarbeiter, und dabei weiß jeder, und das ist ja auch hier schon gesagt worden, dass genau in den kleineren mittelständischen Betrieben unter 200 Beschäftigten die größten Ungerechtigkeiten ganz einfach auch stattfinden. Und genau da machen wir nichts. Auch in anderen Punkten hält das Gesetz nicht das, was es im Grunde verspricht, zum Beispiel bei der Mitbestimmung. Obwohl 25 Mal das Wort Betriebsrat vorkommt, ändert sich an den Verfahren für Betriebsrätinnen und Betriebsräte im Umgang damit rein überhaupt nichts. Das steht alles schon seit 45 Jahren im Betriebsverfassungsgesetz. Wichtig wären erzwingbare Mitbestimmungsrechte, und genau das fehlt mal wieder. Die Lohnlisten und Gehaltslisten müssten an die Betriebsräte ausgehändigt werden. Einsichtsrechte alleine genügen doch einfach nicht. Aber mit dieser Regierung ist noch nicht mal das zu machen. Und erneut haben Sie die Tarifbindung keinen Gefallen getan. Wieder finden in diesem Gesetz tarifliche Öffnungsklauseln, in denen im Grunde im Betrieb Arbeitgeber von der Prüfpflicht abweichen kann. Hören Sie endlich auf, die Tarifbindung zu entwerten an der Stelle, auch in diesem Gesetz. Frauen werden nicht nur schlechter behandelt, wenn es um ihren Lohn geht. Die Arbeitsbedingungen sind fast noch entscheidender. Es sind meist Frauen, die in Minijobs arbeiten oder in Teilzeit. Die Folge: Sie werden im Alter arm sein. Das wissen doch alle, eigentlich schon alle. Und dagegen muss was getan werden. Nicht nur, dass ich erfahre, wo an welcher Stelle ich schlecht behandelt werde. Zum Schluss möchte ich den allen Erzieherinnen und Sozialpädagogen, die gestern gestreikt haben, von hier aus sagen: Ihr führt einen gerechten Kampf nicht nur um Lohnprozente, sondern um spürbare Aufwertung eurer Arbeit. Dabei unterstützen wir euch als Linke, damit auch ihr nicht nach 40 Jahren feststellen müsst, dass ihr nicht erreicht habt, gleiches Geld für gleiche Arbeit, sondern dass eure Arbeit aufgewertet wird endlich und dass ihr sagen könnt: Jawohl, auch hier haben wir dafür gesorgt, gleiches Geld für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Deshalb viel Erfolg und vielen Dank. Vielen Dank, Jutta Krellmann. Nächster Redner, Markus Weinberg für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Dass das eine differenzierte Debatte werden muss, darüber müssen wir uns schon im Klaren sein. Deswegen will ich, bevor ich gleich nett werde und versuche, den Konsens hinzukriegen, zwei, drei Bemerkungen machen zur Rede von Frau Reimann und von Frau Dörner. Liebe Frau Reimann, wir haben hier ein Problem und eine Schieflage. Darüber debattieren wir auch. Ich finde es nur unangemessen, den deutschen Unternehmer als zigarrenrauchenden Mann zu bezeichnen, der grundsätzlich Frauen diffamiert.
Sie wissen und müssen viel besser wissen als ich, dass gerade viele deutsche Unternehmer hier voranmarschieren, auch in der Frage der Gleichstellung voranmarschieren mit Blick auf die Entgeltgleichheit. Und liebe Frau Dörner, wenn wir denn darüber diskutieren, müssen wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, schauen, wo sind Probleme, wo ist die Schieflage. Dass Sie jetzt das Verbandsklagerecht ins Spiel bringen, das finde ich eine hochinteressante politische Forderung. Und ich kann nur sagen, dann würden Sie wirklich das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das sage ich mal als Hamburger, der viel erlebt hat mit Verbandsklagerechten. Das, glaube ich, wäre der völlig falsche Weg, den werden wir auch ablehnen, selbstverständlich. Trotzdem will ich den gesellschaftlichen Konsens, den die Ministerin angesprochen hat, gerne aufgreifen. Gerade in diesen Zeiten, wo in anderen Ländern gar nicht mal so weit von Deutschland entfernt momentan Gesetze wieder rückgängig gemacht werden, die die Rechte von Frauen einschränken oder sogar den Schutz von Frauen einschränken. Sie wissen, was ich meine. In einem Land, wo alle 40 Minuten eine Frau umgebracht wird, weil der Mann sie schlägt. Deswegen ist es wichtig, dass wir zwei, drei grundsätzliche Dinge klarstellen. Erstens, und das finde ich eigentlich die beste Erklärung dafür. Ich bin Vater, ich habe einen Sohn, andere haben eine Tochter. Es gibt auch welche, die haben Tochter und Sohn. Kein Mensch würde auf die Idee kommt, dass ein Vater oder eine Mutter sagen würde, beim Taschengeld am Samstag um 10 Uhr, der Sohn kriegt 1 Euro und die Tochter kriegt 90 Cent. Das kann einer gerne mal machen. Über den Familienfrieden möchte ich in den nächsten Tagen nicht drüber nachdenken. Mütter und Väter wollen, dass Töchter und Söhne für die gleiche Arbeit auch das gleiche Einkommen bekommen. Zweiter Punkt. Na, 1 Euro für einen Sechsjährigen ist doch schon ambitioniert, oder? Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, dann Artikel 3 des Grundgesetzes. Sollte man häufiger wiederholen, weil er uns Orientierung und Maßstab dient. Und in diesem Zusammenhang übrigens nochmal der Dank auch an die 4 Frauen, die damals dafür gesorgt haben, dass auch dieser Satz ins Grundgesetz kommt. Elisabeth Selbert, Helene Weber, Helene Wessel und Frieda Nading, das sind diejenigen, die dafür gesorgt haben. Und dann, Frau Dörner, scheinen Sie auch eins zu verwechseln. Sie können sich gerne mal, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, mit der Sozialethik der Christdemokraten beschäftigen. Ich rate das an. Es ist für uns unter sozialethischen Gesichtspunkten eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen und Männer bei gleicher Arbeit auch gleich bezahlt werden. Das steht bei uns im Grundsatz als christliche Partei. Das ist christlicher Gedankengut. Nun muss man aber auch eins sagen. Da, wo es gleiche Arbeit gibt, muss gleich bezahlt werden. Aber da, wo ungleiche Arbeit vollrichtet wird, da kann auch die Entlohnung und muss sogar die Entlohnung möglicherweise abweichen. Was wir wollen, ist die Gerechtigkeit. Was wir nicht wollen, ist die von oben beschriebene Gleichheit. Insoweit differenzieren wir uns schon ganz deutlich von gewissen Ansätzen, auch in der sozialethischen Grundannahme. Weil wir haben auch immer gesagt, wir wollen, wenn die Menschen mit ihren Händen den ganzen Tag arbeiten, sollen sie davon leben. Aber die, die etwas mehr arbeiten, müssen auch etwas mehr davon haben. Und deswegen muss es auch einen Unterschied geben, sicherlich bei der Frage der Entlohnung. Noch einmal, für die gleiche Arbeit selbstverständlich den gleichen Lohn. Das ist selbstverständlich. Also dritter Punkt, um diesen Konsens herzustellen. Verfassungsrechtlich haben wir es klar definiert, wir haben sozialethisch definiert, aber auch gesellschaftspolitisch. Ja, vor noch 30, 40, vielleicht sogar noch vor 20 Jahren mussten viele Frauen für die Gleichstellung noch kämpfen. Das Thema wurde nach vorne gebracht von vielen Frauen und sie wurden teilweise belächelt, despektierlich betitelt und ihre Vorschläge nicht ernst genommen. Wir wissen heute, für über 77% der Menschen in Deutschland ist das Thema Gleichstellung ein wichtiges Thema. Das heißt, nicht nur verfassungsrechtlich, sozialethisch, sondern auch gesellschaftspolitisch müssen wir und gehen wir dieses Thema auch in der Koalition an mit diesem Gesetz. Eine gute Entwicklung in Deutschland, könnte man sagen. Ich habe darauf verwiesen, dass in anderen Regionen dieser Welt mittlerweile es wieder Rückschritte gibt. Umso wichtiger ist es, dass wir auch zu dieser Entwicklung stehen. Und richtig ist das, was die Ministerin angesprochen hat. Viele, viele Frauen sind heutzutage gut ausgebildet, voller Tatendrang, und bringen sich ein in Gesellschaft und auch in Arbeit. Sie nutzen ihre Chancen und sie müssen diese Chancen auch haben, und zwar gerecht haben, selbstverständlich. Deswegen ist es so, dass wir sagen, da wo es diese Unterschiede noch gibt, die nicht erklärbar sind, müssen sie abgestellt werden. Damit verbunden, und jetzt komme ich zum Thema unserer Lohnlücke oder Gender Pay Gap, muss man aber auch, finde ich, die Diskussion sehr differenziert führen. 21%, 7%, 1,8%, 3%, all die Zahlen habe ich schon gehört. Es ist mir auf Deutsch gesagt relativ egal. Lohnunterschied ist Lohnunterschied und der muss abgestellt werden bei gleicher Arbeit. Da, glaube ich, sind wir einer Meinung. Trotzdem bitte ich politisch darum, eine saubere Diskussion zu führen. Denn man muss schon gewisse Dinge auch erklären. Die Frage der 21%, das sind ja die Frage, ist das der erklärbare Lohnunterschied oder der nicht erklärbare Lohnunterschied? Und Nadine Schön hat schon deutlich gemacht, dass wir im Fokus haben diese 7%. Denn es gibt Gründe, warum Löhne voneinander abweichen.
Sie dürfen nur nicht abweichen bei der gleichen Arbeit. Und trotzdem, und deswegen sagen wir auch, werden wir uns auf diese 7% beziehen, die laut dem Bundesamt, dem Statistischen Bundesamt, die bereinigte Lohnlücke, die nicht erklärbare Lohnlücke ist. Dann gucken wir zum Gesetzesentwurf. Und nochmal, die drei Kernelemente des Gesetzesentwurfs wurden bereits dargestellt. Erstens, für Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern wird ein individueller Auskunftsanspruch eingeführt. Nun kam die Kritik, dass gesagt wurde, ja, aber es muss doch eigentlich sozusagen ab 0 oder ab 1 Mitarbeiter schon eingeführt werden. Ich kann nur anraten, diese schwierige Debatte hochsensibel zu führen und Lösungen zu erarbeiten, die dem Ansinnen, diesem kleinen Schritt gerecht werden, die es aber auch mit sich bringen, dass die deutsche Wirtschaft, auch kleinere und Kleinstunternehmen, das wuppen können. Denn sie brauchen die Unterstützung der Unternehmen in dieser Frage und nicht an Konflikthaltung, die einen sind für die Frauen und die anderen sind für die Wirtschaft. Das müssen wir verhindern, so wir müssen das beides zusammenbringen. Und deswegen war es, glaube ich, richtig, die Zahl auch zu erhöhen. Und da kann man auch sagen, gerade viele Mittelständler mit wenigen Beschäftigten sind ja gerade mühevoll dabei, den Frauen auch das Gehalt zu zahlen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch hören, wenn hier mit Blick auf die Bürokratie gewisse Bedenken geäußert werden. Das Zweite ist, Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten werden aufgefordert, betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit durchzuführen, in der Methodik offen. Und der dritte Punkt ist, für Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 Beschäftigten wird, soweit diese Lage berichtspflichtig sind, eine Berichtspflicht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit eingeführt. Es gab einen ersten Entwurf tatsächlich im Dezember 2015. Ich sage ganz offen, als wir diesen Entwurf gelesen haben, konnten wir als Union mit diesem Entwurf nicht mitgehen. Weil wir, und das ist unsere Aufgabe, genau diesen mittleren Weg, den Sie ja beschrieben haben, sozusagen zwischen Wirtschaft und zwischen dem, was wir mit Blick auf die Entgeltgleichheit erreichen wollen, weil wir diesen ja auch gehen wollen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass in vielen, vielen Punkten dieser Entwurf aus dem Dezember 2015 nochmal verändert wurde. Und es war wichtig und richtig, dass die Gewerkschaften dabei waren und dass BDA dabei war, weil das diejenigen sind, die natürlich die Interessen ihrer jeweiligen Gruppe auch gut repräsentieren. Und deswegen sind die Änderungen, glaube ich, auch sehr klug. Denn es ist nämlich weder Sinn noch Zweck eines solchen Gesetzes, die Arbeitgeber zu überfordern. Wir müssen sie mitnehmen, wir müssen Dinge verändern, aber wir sollten sie nicht überfordern und an möglicherweise zu hohen Hürden scheitern lassen. Und darauf werden wir als Union auch achten. Angesprochen wurde bereits der Auskunftsanspruch mit den Entgeltbestandpunkten. Darüber wird man diskutieren. Es ist jetzt geändert worden, nicht mehr alle Entgeltbestandteile fließen mit ein, sondern nur noch zwei. Sicherlich, und jetzt kommen wir zu dem Satz mit dem Unfrieden von Herrn Christian von Stetten. Was er doch meint, ist doch mal überlegenswert. Es ist doch so, was bauen Sie mit ein bei der Betrachtung der Entgeltgleichheit? Nur das Grundeinkommen oder gibt es weitere Maßnahmen? Und ich finde es schon auch richtig, und das sollte man nicht so diffamiert darstellen, wie es hier passiert ist, dass man dann auch ernsthaft darüber fragt, wie kann ich auch dafür sorgen, und das ist doch die erste Pflicht, dass wir weiterhin in Unternehmen auch Frieden haben. Denn das ist doch die Basis auch des Wohlstandes und auch der Erfolge der deutschen Unternehmen. Also, wenn man vergleicht den ursprünglichen Gesetzesentwurf, dann haben wir Bürokratieaufwand und Belastung für die betroffenen Betriebe auf ein annehmbares Maß reduziert. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren weiter darauf achten, wo kann man mit Blick auf Bürokratie die Dinge weiter verändern. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende ein Gesetzespaket bekommen, das im Sinne der Frauen ist und im Sinne der deutschen Wirtschaft ist. Und auch noch einmal, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir mit diesem einen kleinen Schritt nur gehen. Entscheidend sind doch für andere Bereiche das Thema Rückkehrrecht, zum Beispiel nach Teilzeit. Angesprochen wurde der ganze Kita-Ausbau. All diese Maßnahmen der vergangenen Jahre haben noch dafür gesorgt, dass sich die Situation auch insbesondere für Frauen ändert. Wir haben aber auch erlebt und erleben zum Beispiel in Schweden, wo es ganz andere gesetzliche Maßnahmen gibt, dass die bereinigte Lücke bei 6% liegt, bei uns bei 7%. Deshalb, glaube ich, sollte man das als Gesamtpaket sehen. Das heißt, das Thema Gleichstellung im Arbeitsleben ist ein Gesamtpaket. Und viele einzelne Maßnahmen von der Situation derjenigen, die im Pflegebereich arbeiten, wo wir dringenden Bedarf haben, dass sich die finanzielle Situation derer auch verbessert, ist ein Punkt. Ich fand übrigens das immer interessant bei der Diskussion über die Frage Frauen in Führungspositionen. Da haben wir ja auch ein gutes Gesetz hinbekommen, fand ich es eigentlich immer viel wichtiger, dass diejenigen, die wenig und ein geringes Einkommen haben, dass man da dafür sorgt, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Deswegen ist der Gesetzesentwurf richtig. Er ist auch eine Chance, eine gesellschaftliche Chance, dieses als Signal zu begreifen. Denn dieses Entgelttransparenzgesetz wird dann ein weiterer Schritt sein, um die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Erwerbswelt voranzutreiben. Und denken Sie immer dran,
Väter und Mütter wollen, dass Söhne und Töchter für gleiche Arbeit auch das gleiche Einkommen bekommen. Und daran werden wir weiter arbeiten. Vielen Dank. Und das gleiche Taschengeld. Vielen herzlichen Dank, Markus Wallenberg. Nächste Rednerin, Beate Müller-Gemmecke für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD freut sich ja über das Entgelttransparenzgesetz. Die Lohnfindung dürfe keine Blackbox sein, so die Ministerin, und deshalb wäre das Gesetz ja ein echter Durchbruch. Ein Grund zum Feiern hat nach meiner Sicht eigentlich nur die Union, denn sie hat so lange verhandelt, bis Anspruch und Wirklichkeit weit auseinandergehen. Da haben die Wirtschaftskonservativen wirklich ganze Arbeit geleistet. Und deshalb ist das Gesetz auch kein Durchbruch, sondern nur eine Nebelkerze. Und das wird diesem wichtigen Thema in keiner Weise gerecht. Meine Kollegin Katja Dörner hat ja schon ausgeführt, dass das Gesetz viel verspricht, aber dass ein Großteil der Frauen gar nicht davon profitiert. Wir haben noch mehr Kritik, und vier Aspekte möchte ich kurz ansprechen. Erstens, das Entgeltgleichheitsgebot gilt für alle Teile des Lohns, und doch wird das Auskunftsrecht jetzt beschränkt auf den durchschnittlichen Bruttolohn und auf zwei Lohnanteile. Ich frage mich, wie soll das gehen? Wie sollen denn die Beschäftigten wissen, nach welchen Lohnanteilen sie fragen müssen? Und der durchschnittliche Bruttolohn allein macht Benachteiligungen nicht sichtbar. Diese Regelung ist komplett verfehlt und nichts anderes als eine Mogelpackung. Denn nur wenn die Beschäftigten den monatlichen Bruttolohn und alle Lohnanteile vergleichen können, entsteht tatsächlich Transparenz. Zweitens, für Betriebe, die an einen Tarifvertrag gebunden sind oder sich darauf beziehen, und ganz neu auch für kirchliche Arbeitgeber gilt eine Angemessenheitsvermutung. Und angemessen bedeutet hier, die Lohnstrukturen sind per se diskriminierungsfrei und Tätigkeiten in unterschiedlichen Entgeltgruppen werden als nicht gleichwertig definiert. Und das ist fatal, denn die Beschäftigten können nicht mehr überprüfen lassen, ob sie richtig eingruppiert wurden, obwohl gerade durch fehlerhafte Eingruppierung ganz häufig Entgeltdiskriminierungen entstehen. Diese Angemessenheitsvermutung schafft keine Transparenz, im Gegenteil. Das führt sogar dazu, dass Benachteiligungen bei der Eingruppierung verschleiert werden, und das ist nicht akzeptabel. Drittens, Unternehmen sollen ja zukünftig ihre Lohnstrukturen auf Entgeltdiskriminierung überprüfen. Das hört sich gut an und es wäre auch wichtig, aber das gilt nur für private Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und nicht für tariflich gebundene und auch nicht für kirchliche Arbeitgeber. Und die wenigen, die dann noch prüfen sollen, sind nicht einmal an ein zertifiziertes Prüfverfahren gebunden. Und vor allem werden die Arbeitgeber nicht verpflichtet, sondern nur aufgefordert. Ein Prüfauftrag ohne Verpflichtung und ohne Sanktion wird aber ins Leere laufen. Das Prüfverfahren könnte richtig wirkungsvoll sein. Diese Chance haben Sie schlichtweg verpasst. Und viertens, niemand darf wegen seinem Geschlecht mittelbar beim Lohn benachteiligt werden. Das ist Gesetzeslage. Aber genau dieses Verbot wird jetzt relativiert. Denn laut Entgelttransparenzgesetz können Arbeitsmarkt-, Leistungs- und arbeitsbezogene Kriterien ungleiche Bezahlung rechtfertigen. Damit definiert werden die Kriterien aber nicht. Sie müssen nur angemessen sein. Damit ist Entgeltdiskriminierung zukünftig möglich. Sie muss nur begründet werden, und der Interpretationsspielraum ist dafür groß. So wird Entgeltungleichheit nicht abgebaut, sondern im Gegenteil in diesen Fällen gesetzlich legitimiert, und das geht gar nicht.
Sehr geehrte Regierungsfraktion, die Lohnlücke von 21% ist ungerecht und deshalb brauchen wir gesetzliche Regelungen, damit Entgeltgleichheit endlich durchgesetzt werden. Und wir brauchen, und ich sage es noch einmal, ein Verbandsklagerecht, damit Verbände bei strukturellen Diskriminierungen klagen können. Das sogenannte Entgelttransparenzgesetz wird diesem Anliegen aber in keiner Weise gerecht. Das Gesetz verspricht viel, aber es ist darauf ausgerichtet, dass möglichst wenig passiert. Gesetzliche Regelungen sind zwar dringend notwendig, aber dieses Gesetz brauchen wir wahrlich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Beate Müller-Gemmicke. Nächste Rednerin, Petra Krone für die SPD-Fraktion. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen, liebe Herren und Damen auf den Tribünen. Viele Jahre, einige sagen Jahrhundertjahre, haben wir Frauen und übrigens auch Männer parteiübergreifend für eine gerechte Bezahlung von Frauen und Männern gearbeitet. Und es ist kein Geheimnis, liebe Koalitionskolleginnen, Sie sind nicht gerade fahnenschwenkend bei diesem Thema vorausgeeilt. Aber wir haben uns immer gemeinsam jährlich zum Equal Pay Day vor dem Brandenburger Tor getroffen und damit unseren Kampf gegen die Lohnungerechtigkeit angesagt. Und jetzt haben wir ein Ergebnis. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, es bleibt hinter den Erwartungen der SPD-Bundestagsfraktion zurück. Aber wir sind jetzt zufrieden, dass wir hier einen, wie ich finde, ganz gut ausgearbeiteten Gesetzentwurf vorliegen haben. Und liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen, Sie merken, bei diesem Thema ist die SPD-Bundestagsfraktion sozusagen die Butter auf der Klappstulle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Frauen stärken. Wir wollen ihnen ein Instrument an die Hand geben, das ihnen ermöglicht, Licht ins Dunkel von Gehaltsentscheidungen zu bringen. Sie müssen nicht wie bisher auf ihr eigenes Risiko hinklagen. Diese Hürde nehmen wir. Denn zu viel wird immer noch willkürlich verhandelt und entschieden. Bei Unternehmen mit Tarifbindung werden schon große Teile an Eingruppierungs- und Lohnungerechtigkeiten im Vorfeld abgefedert. Aber in vielen Unternehmen gibt es keine Tarifbindung. Gemeinsam mit den Betriebsräten sollen aber auch dort Frauen und übrigens auch Männer die Möglichkeit haben und ermuntert werden, eventuelle Ungleichheiten aufzuspüren. Das ist ein Riesenfortschritt zur jetzigen Situation. Meine Herren und Damen, das Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen müssen wir auch als einen Baustein in einem Gefüge begreifen. Die Einführung des Mindestlohns, die Verbesserung durch das Elterngeld Plus, das geplante Rückkehrrecht von Teilzeit auf die frühere Arbeitszeit, die Modernisierung der Pflegeberufe flankieren den Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung, die Partnerschaftlichkeit zwischen Männern und Frauen. Und das kann nicht nur privat gelten. Wir müssen und wollen darauf eine politische Antwort geben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vor ein paar Tagen fragte mich ein Journalist in einem Interview zu diesem vorliegenden Gesetz, warum wählen Frauen auch die falschen Berufe? Ich frage Sie alle hier, sind etwa Pflegeberufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, falsche Berufe? In der Altenpflege verrichten diese Frauen eine körperlich und seelisch sehr anstrengende Arbeit für Menschen. Durch die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung werden wir die Wertschätzung, die berufliche Wertschätzung für diese Frauen erhöhen und auch endlich die notwendige finanzielle Aufwertung erreichen. Und eines zum Schluss. Oft wird gönnerhaft oder auch kritisch von Boni für Frauen bei diesem Gesetz gesprochen. Nein, es ist eine Selbstverständlichkeit.
Und wer Selbstverständlichkeiten wie die faire Bezahlung von Männern und Frauen stets mit Bürokratie gleichsetzt, zeigt, dass er den Wert gesellschaftlicher Modernisierung nicht verstanden hat. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam mehr Gerechtigkeit schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Petra Krone, die nächste Rednerin, Ursula Groden-Kranich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Mit dem Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen setzen wir nach der Frauenquote eine weitere wichtige Maßnahme im Bereich Gleichstellung und Frauenpolitik um, die wir nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern zuerst auch in unserem Wahlprogramm vereinbart hatten. Und dass der CDU frauenpolitische Themen, Chancengerechtigkeit und Fairness in der Berufswelt wichtig sind, dokumentieren wir auch dadurch, dass unser Fraktionsvorsitzender Herr Kauder heute da ist. Ich frage mich, wo sind die anderen Fraktionsvorsitzenden, denen dieses Thema so wichtig ist. Und wir beginnen damit eine breite gesamtgesellschaftliche Debatte, ohne die ein solches Gesetz und wir beginnen damit eine gesamtgesellschaftliche Debatte, ohne die ein solches Gesetz keine dauerhafte Veränderung in der Gesellschaft möglich macht. Wir alle erwarten, dass dieses Gesetz dazu beiträgt, den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen zu verkleinern. Klar ist aber auch, dass allein mit diesem Gesetz die restliche Lohnlücke nicht zu schließen sein wird, sondern dass wir weiterhin auf allen gesellschaftlichen Ebenen dafür kämpfen müssen. Und dazu ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt: Wir müssen junge Frauen und junge Männer viel früher in Sachen Beruf und Finanzen aufklären und informieren und die Beratung viel breiter aufstellen. Nicht erst in der Arbeitsagentur oder bei der Berufsberatung, sondern in allen Schulen ab der siebten Klasse. Übrigens nicht nur zu Verdienstmöglichkeiten in einzelnen Branchen, sondern auch über deren Auswirkungen bis zur Rente inklusive Erwerbsunterbrechung aus den verschiedensten Gründen. Und dies gilt umso mehr in einer Zeit der hybriden Arbeitsverhältnisse. Denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen aussterbenden Arbeitsmarkt regeln, während die Realität längst ganz anders aussieht und unsere Gesetze vor der Einführung schon quasi überholt sind. Und ich werbe dafür, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Wir müssen offensichtliche Ungerechtigkeiten überall abbauen, auch und gerade in unserem Bereich, dem öffentlichen Dienst. Der Bund ist in diesem Gesetz mit drin, Länder und Kommunen aber draußen. Und gerade da ist noch viel zu tun. Beispielsweise in vielen Argen der Arbeitsagenturen. Dort gibt es unterschiedliche Bezahlungen für Angestellte, je nachdem, ob sie beim Bund oder bei der Kommune angestellt sind, für exakt die gleiche Tätigkeit im selben Büro. Und da können wir ganz schnell Abhilfe schaffen. Ein weiteres Beispiel sind auch befristete Verträge, die hier von vielen immer angeprangert werden, die aber gang und gäbe beispielsweise bei Lehrkräften in Rheinland-Pfalz sind. Und hier gibt es eine ungleiche Bezahlung für zwei Lehrkräfte an ein und derselben Schule, die ein und dieselbe Tätigkeit ausüben. Solange wir so etwas dulden, brauchen wir nicht mit Spitzenfingern auf andere zu zeigen, sondern wir können selbst etwas tun. Und ich möchte auch an uns plädieren, weniger Regulierungswut zuzulassen. Die Annahme, alles mit Gesetzen regeln zu können und zu müssen, erweist sich nämlich auch bei der Entgelttransparenz als Irrglaube, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens. Es hat sich die allumfassende Regulierung in Sachen Gleichstellung weder hier noch anderswo bewährt. Mein Kollege hat darauf hingewiesen, Skandinavien wird immer als glühendes Vorbild hochgehalten. Dabei wird von allen Kolleginnen aus diesen Parlamenten bestätigt, dass trotz totaler Transparenz beim Einkommen, trotz verpflichtender Vätermonate und, sie nur eine um 1% niedrigere bereinigte Lohnlücke haben als wir.
Und zweitens ist gerade bei diesem Gesetz der Anwendungsbereich derart disparat, dass es sehr schwer ist, wie man damit allen Arbeitnehmerinnen gleichzeitig helfen soll. Im Gegensatz zur Frauenquote oder zum Mindestlohn soll dieses Gesetz für Frauen in allen Branchen, allen Berufen und auf allen Ebenen etwas bringen. Von der Kassiererin bis zur Managerin, von der Krankenschwester bis zur Chefärztin. Dabei wissen wir doch, dass es schon innerhalb einer Branche schwer ist, die Lohnlücke zu reduzieren, weil sie dort unterschiedlich ausfällt. Wenn wir nur den Bereich der Kunst nehmen, haben wir beispielsweise im Bereich Film katastrophal schlechte Voraussetzungen, während in den Bibliotheken oder in der Kunstpädagogik es deutlich besser für Frauen aussieht. Und das gilt erst recht, wenn man mehrere verschiedene Branchen vergleicht. Es ist hier nicht nur die Politik gefordert, sondern es sind die Sozialpartner gefordert, die dies in der Regel auch tun. Aber wir sollten den Gewerkschaften, die ja letztlich auch selbst Arbeitgeber sind, genauso wenig pauschal eine unfaire Bezahlung unterstellen wie irgendeinem anderen mittelständischen Unternehmen. Und deswegen zieht sich die Privilegierung von tarifgebundenen und tarifanwendenden Unternehmen als roter Faden durch den gesamten Gesetzentwurf. Damit honorieren wir die Tatsache, dass schon heute die Lohnlücke in Tarifbetrieben am niedrigsten ist. Aber wir verbinden damit auch einen klaren Auftrag an die Sozialpartner und Betriebsräte. Das Engagement für Gleichstellung und Frauenförderung muss fortgesetzt und zu einer Selbstverständlichkeit gemacht werden. Und ein dritter Punkt, der gegen zu viel Regulierung und Gesetzeshörigkeit spricht. Wir schaden damit sowohl den Unternehmen als auch den Frauen selbst. Wir sollten anerkennen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen in aller Regel für beide Seiten buchstäblich gewinnbringend zusammenarbeiten. Und dies gilt übrigens auch für die bereits angesprochenen vielen kleinen und mittleren Unternehmen ohne Tarifvertrag. Die Frage ist doch, wie gehen wir das Ziel Gleichstellung an? Gehen wir von einer feindlichen Arbeitgeberschaft und böswilligen Kollegen aus? Dann spräche tatsächlich vieles dafür, Frauen mit umfassenden Gesetzesmaßnahmen zu beschützen. Ich glaube aber, die Wirklichkeit ist in den meisten Fällen jedenfalls längst eine andere. Wo Missstände sind, müssen wir diese energisch angehen. Aber wir sollten nicht den Fehler begehen, Frauen immer nur beschützen zu wollen, sondern sie stattdessen lieber fördern und unterstützen, was diese Bundesregierung auch getan hat, beispielsweise im Ausbau der Kinderbeziehung, der Kinderbetreuung. Frauen sind wesentlich belastbarer und flexibler als Männer. Nur in Sachen Selbstbewusstsein und Streitbarkeit, wenn es um uns selbst geht, könnten wir noch eine Schippe drauflegen. Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei. Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen ist nur ein weiterer Schritt in Sachen Gleichstellung. Das Engagement für eine moderne, partnerschaftliche Arbeits- und Familienwelt muss weitergehen. Gerade junge Frauen sollten die bisherigen Errungenschaften nicht als Selbstverständlichkeit betrachten. Ich bin mir aber sicher, dass das Thema Entgeltgleichheit jetzt in den Unternehmen und in den Köpfen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber präsenter sein wird und dass damit der Einsatz für faire Entlohnung wichtiger und vor allem erfolgreicher werden wird. Und wenn wir alle unseren Töchtern und Söhnen vorleben, dass es sich lohnt, für unsere Ziele zu streiten und partnerschaftlich unsere Aufgaben teilen, erreichen wir dauerhaft am meisten für Frauen in der Gesellschaft. Dankeschön. Vielen Dank, Ursula Groden-Kranich. Nächster Redner, Sönke Rix für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal ganz kurz zur Vorrednerin, zur werten Koalitionskollegin. Sie haben gerade eben gesagt, dass die Frauen ruhig quasi noch eine Schippe drauflegen können, wenn es um den Kampf ihrer eigenen Rechte geht. Mindestens die drei Herren hier gleich haben auch gleich natürlich geklatscht. Ich will an dieser Stelle aber mal sagen,
Es liegt nicht in erster Linie am Kampfesgeist der Frauen, wenn es um die eigenen Rechte geht, sondern meistens an der Blockade von einigen Männern. Ein Glück nicht hier und ein Glück nicht, wenn wir über dieses Gesetz reden. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber die Frauen dafür selber verantwortlich zu machen, das finde ich, sollten wir an dieser Stelle nicht tun. Und gerade deshalb reden wir auch jetzt das erste Mal über richtig konkrete gesetzliche Maßnahmen, weil eben die Frauen nicht selbst verantwortlich sind für die Lage, dass sie weniger Geld für die gleiche oder gleichwertige Arbeit verdienen. Und dieser erste und, wie ich finde, sehr, sehr wichtige und gute Schritt ist deshalb sehr nötig, um den Frauen an dieser Stelle zu helfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Er schafft Transparenz, er schafft endlich mal die Gelegenheit, Transparenz in Gehaltsstrukturen zu bekommen. Und wir sind ja schon über Jahrzehnte davon geprägt, dass man quasi nicht mehr in der eigenen Familie dem Schwager erzählt, was man für Gehalt bekommt. Wir, die wir hier sitzen, da weiß jeder, was wir bekommen, aber bei vielen anderen ist es immer eher ein Tabuthema. Und in den Ländern, wo ganz selbstverständlich Lohntransparenz schon gilt, weil inklusive der Steuererklärung alles irgendwie auch öffentlich ist, in den Ländern haben wir auch weniger Gap zwischen den einzelnen Arbeitnehmerinnen in den Betrieben bei der gleichen oder gleichwertigen Arbeit. Von daher ist diese Lohntransparenz nicht nur ein erster Schritt zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt, sondern auch ein wichtiger Beitrag insgesamt zur Gerechtigkeit bei Lohnpolitik. Und das tut uns auch ganz gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Gesetzentwurf schafft einen soliden Rahmen und löst uns davon oder befreit uns davon auch, dass wir vor Gericht gehen müssen, wenn wir glauben, wir werden für die gleiche Arbeit nicht gleich bezahlt. Denn die Regelung, wie wir bezahlt werden, gehört in die Betriebe selbst. Und das ist deshalb auch ein wichtiger Beitrag, den dieses Gesetz leistet. Es darf nicht sein, dass Lohndiskriminierung eine Sache von Verhandlungen in Hinterzimmern ist, sondern dass Lohndiskriminierung ist einfach nur unfair und da muss daher gesetzlich auch geregelt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist es auch ein Signal, mit diesem Gesetzentwurf sagen wir auch, wir nehmen diese Debatte auf, wir machen einen ersten Schritt auch für gesetzliche Rahmenbedingungen, wissen aber auch, dass natürlich auch, wenn wir insgesamt von schlechterer Bezahlung von Frauen sprechen, nicht nur für die tatsächliche gleiche Arbeit, sondern eben auch für die gleichwertige Arbeit sprechen, dass dies auch nur ein Baustein ist. Viele Kolleginnen und Kollegen haben es gesagt, auch die Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit steht noch an, dass wir da gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Wir wollen die Pflegeberufe aufwerten. Aber ich will an dieser Stelle auch sagen, auch wenn ich nicht ganz konkret in die Tarifverhandlungen jetzt eingreifen will, aber meine Solidarität gehört auch denjenigen, die jetzt gerade im öffentlichen Dienst, insbesondere für die Bereiche in Pflege und Kindererziehung und Soziales eben auch da in Verhandlungen treten, um dafür besser bezahlt zu werden. Meine Solidarität haben diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und jetzt haben wir einen Gesetzentwurf vorliegen, wo die Union sagt, in Teilen, das geht ein Stück weit zu weit. Und die Opposition sagt, das geht uns nicht weit genug. Und ist eher zu wenig. Wir haben einen Bereich, wo die Arbeitgeber sagen, da ist eigentlich zu viel Bürokratie und das belastet uns zu viel. Und wo die Frauenverbände und Arbeitnehmerinnen sagen, nein, im Gegenteil, es hilft uns noch nicht richtig. Das ist für mich die Aussage, das ist ein vernünftiger erster Schritt, ein guter Kompromiss. Und ich finde, den sollten wir auch schnellstmöglich hier im Parlament umsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Rix. Und der nächste und letzte Redner in dieser Debatte, der wird der Kollege Paul Lehrieder für die CDU-CSU. So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen und hier im Auditorium. Genau wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen habe auch ich pünktlich zum Valentinstag den Equal Day Newsletter bekommen. Darin wird auf den diesjährigen Internationalen Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen hingewiesen. Am 18. März jährt sich dieser Tag in Deutschland zum 10. Mal. Rund um dieses Datum werden bundesweit wieder zahlreiche Aktionen stattfinden. Ja, wir wollen den zum 1. Januar vorverlegen, so sukzessive. Und da machen wir uns, liebe Frau Kollegin Dörner, danke für den Einwand. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, habe ich etwas mehr Redezeit. Das würde mich noch mehr freuen. Wie schon gesagt. Aber natürlich arbeitet diese große Koalition
halbes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl eben hier in die richtige Richtung. Und ich hätte es begrüßt, Frau Kollegin Möhring, wenn Sie sagen, jawohl, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir, die Linke, unterstützen das. Von euch hätte ich es mir auch gewünscht. Wie gesagt, ihr habt noch die Möglichkeit, in der Ausschussanhörung eben hier in euch zu gehen und eben dieses Gesetz mitzutragen. Dass wir sagen, wir könnten noch mehr haben, aber wir sind auf einem guten Weg. Damit darf ich sehr herzlich bedanken. Und wenn Sie sagen, Frau Kollegin Krone, die SPD ist die Butter auf der Stulle, dann ist die CDU-CSU der Schinken auf der Butter. Nur das macht das Gesetz als schmackhaft, nur dass Sie Bescheid wissen. Meine Damen und Herren, wurde von Vorrednern bereits auf Details des Gesetzes in vielen Bereichen hingewiesen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dieses Gesetz in einem ganzen Paket sehen. Und es wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass auch die starken Frauen, das Verhandlungsgeschick bei den Lohnverhandlungen, ein Stück weit eben in Schwind hier noch stärker auch motiviert werden muss. Ich bin nicht der Auffassung, dass der böse Arbeitgeber den Frauen eben hier Ansprüche in vielen Bereichen vorenthält, wie es klassenkämpferisch von einer Vorrednerin bereits ausgeführt wurde. Nein, ich glaube, wir müssen auch eben hier entsprechend hier die Frauen in verschiedenen Programmen, und da gibt es parteiübergreifend eben Mentoring-Programme, ich kenne es bei uns in der Frauenunion, wo man sagt, jawohl, wie kann ich in der Politik, wie kann ich eben im gesellschaftlichen Bereich so auftreten, dass ich eben hier genau dieselbe Härte habe wie die Männer, wenn es um Lohnverhandlungen geht. Ich glaube, da müssen wir auch drauf gucken, dass wir über Mentoring-Programme starke Arbeitnehmerinnen machen und den Frauen auch klar machen, jawohl, Stichwort Fachkräftemangel, wie ihr werdet gebraucht, wie schon gesagt. Und dann natürlich dann auch die Position ein Stück weit anhören. Eins, Frau Ministerin, haben wir, glaube ich, in dem Gesetz übersehen. Das wird sicherlich in der Anhörung noch nachgebessert werden. Wir haben ja im Kabinett den Beschluss One in, One out, dass man sagt, okay, wie können wir Bürokratie woanders eben ein Stück weit reduzieren. Dann wird das Gesetz noch besser. Wir haben eine spannende Anhörung in, ja. Wir haben eine spannende Anhörung in 14 Tagen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Thema Lohngerechtigkeit gehen wir auf mehreren Ebenen an. Und es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass wir genau am 1. Januar seit 10 Jahren das Elterngeld eingeführt haben. Damals unter der Familienministerin Frau von der Leyen wurde eben schon hier die Kindergartenbetreuung, Kinderausbau eben schon hier vorangebracht. Wir haben mittlerweile viel erreicht in der Richtung. Wir haben seit 3,5 Jahren, seit 1. August 2013, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das macht natürlich auch die Position von jungen Frauen, die sich um einen Arbeitsplatz bewerben, auch wieder besser. Das spielt alles ein Stück weit drauf. Also es sind verschiedene Puzzlesteine, wie schon gesagt, die ein Gesamtbild ergeben und das natürlich dazu führen wird, dass die Frauen eben schon hier stärker. Der Ausbau der Kinderbetreuung, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, das Elterngeld Plus mit Partnermonaten, aber natürlich auch die richtige Behandlung von Tagespflegepersonen. Zu sagen, jawohl, ich kann eben schon hier nach der Geburt eines Kindes damit rechnen, dass ich eben hier, wenn ich das wünsche, zeitnah wieder dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Das stärkt auch die Position der Frauen bei Gehaltsverhandlungen, zu sagen, jawohl, ich bleibe keine 3 Jahre zu Hause, wie es noch vor 10 Jahren der Fall war, sondern ich kann, wenn ich will, nach 12, 14 Monaten tatsächlich wieder eben schon hier an meinem Arbeitsplatz eben erscheinen und damit natürlich eben hier vergleichbar haben. Das ist, glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht kontinuierliche Erwerbsbiografien von Frauen und existenzsichernde Beschäftigungsformen. Und ja, das ist richtig. Es ist eine Abwägung. Was können wir eben ein Stück weit erreichen? Die Offenlegung, der Auskunftsanspruch bei 200 Beschäftigten und natürlich auch die Berichtspflichten bei 500 Beschäftigten. Im Übrigen auch die Stärkung der tarifgebundenen Unternehmen bzw. der Gewerkschaften. Da hätte ich mal ein bisschen Lob von der Linkspartei dafür gewünscht, wie schon gesagt, Herr Kollege Bergwald. Habt ihr leider vergessen, uns dafür zu loben. Das heißt also im Endeffekt, es ist vieles in dem Gesetz Gutes drin dabei. Wir werden damit die Situation der Frauen in der Arbeitswelt, aber auch die Möglichkeit eben schon hier Familie und Beruf zusammenzubringen, deutlich verbessern. Ich wünsche mir am 6. März in der Anhörung konstruktives Begleiten. Bin auch froh, dass eben entsprechend hier auch unser Wirtschaftsflügel, der Klaus-Peter Wilsch, da ist und gesagt hat, jawohl, wir werden es auch bei der Anhörung mit einklinken und auf die Bedenken oder beziehungsweise auf die Themen der Unternehmen hinweisen. Verantwortliches Regieren heißt, die verschiedenen Interessen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Da sind wir auf einem guten Weg, Frau Ministerin. Ich glaube, da haben wir ein vernünftiges Gesetz hinbekommen. Freue mich auf die Beratungen im Ausschuss, freue mich jetzt auf die Anhörung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Und ich lobe Sie, lieber Paul Lehreder, dass Sie sich so an die Redezeit gehalten haben und sogar noch ein bisschen gespart haben. Ja, ich kenne Sie doch natürlich. So, damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/33 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse
vorgeschlagen, es gibt keine anderweitigen Vorschläge, dann ist die Überweisung so beschlossen. Vielen Dank für die lebendige Debatte. Ich